Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum heutigen Gespräch mit Verena Behle und Matthias Cebula. Ja, die liebe Verena hat Matthias und mich an die Produkte der Firma Root herangeführt und bis heute arbeiten wir eng zusammen, was die Betreuung der Root-Kunden angeht. Und Matthias ist Heilpraktiker und Klingertherapeut. Und Matthias, wir werden sicher noch näher darüber sprechen, wie deine Praxis funktioniert. Und der Anlass des heutigen Gespräches ist, dass Verena in den letzten Monaten immer wieder beschrieben hat, dass sie mitbekommt, dass es so vielen Kindern und Jugendlichen extrem schlecht geht in diesen Zeiten, sowohl physisch wie auch psychisch. Und auch wir bekommen zahlreiche Zuschriften besorgter Eltern, die fragen, wie können wir die Kinder schützen, wie können wir sie unterstützen, was können wir machen, um das Immunsystem zu stärken, welche Mikronährstoffe können wir den Kindern geben, sollen wir schon mit dem Entgiften anfangen. Und Matthias, du siehst auch, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten einen starken Zuwachs an kranken Kindern und Jugendlichen in deiner Praxis. Und deswegen wollen wir heute über das Thema Kindergesundheit sprechen. Und Verena, magst du mal anfangen und uns berichten, was dir in den letzten Wochen und Monaten alles so aufgefallen ist, was du beobachtet hast? Ja, das mache ich sehr gerne und danke vor allen Dingen an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr auch meiner Bitte nachgekommen seid, denn es beschäftigt mich schon sehr. Ich habe zwei Teenager, die sind 15 und 17,5. Und ich bekomme halt mit, wie es so in der Klasse und der Schule oder in der Stufe unseres Sohnes zugeht. Es sind sehr, sehr viele Kinder, die wirklich wochenlang sich mit Atemwegsinfekten, Erkältungen und so weiter auch eben im Teenageralter quälen, was ja nicht so ganz typisch ist, ne? Also, dass die Kindergartenkinder im Winter verschnupft sind, das kennen wir alle, gar kein Thema. Und ich stelle fest, dass meine zwar relativ gut aufgestellt sind, aber wir gehören halt auch zum Beispiel seit Jahren zu den Leuten, die immer schon im frühen Herbst anfangen mit Vitamin D und so weiter zu supplementieren. Aber selbst bei meinen Kindern war jetzt so, dass der Schnupfen und der Husten sich deutlich länger hinzogen, als wir das so kannten. Und ich habe vor allen Dingen auch von einer befreundeten Zahnärztin gehört, die sagt, sie hat also sehr viele Jugendliche in ihrer Praxis. Sie sieht mit ganz, ganz großer Sorge, dass also vielen es einfach auch so, ja, vom Energielevel her nicht gut geht. Das hat natürlich einerseits auch psychologische Gründe, ganz bestimmt, denn wir wissen alle, dass die Kinder und Jugendlichen nun auch unter diesen ganzen Einschränkungen der letzten zwei Jahre schon auch gelitten haben. Aber ich denke, es fehlt sicherlich vielen auch so ein paar ganz grundlegenden Dingen eben. Ich weiß es nicht, ist es das Vitamin D? Weiß nicht, Matthias, was du beobachtest, aber eben ich denke, es geht einerseits um das Thema wirklich Infekte, geschwächtes Immunsystem. Es geht auch, aber auch so ein bisschen, was kann man vielleicht als Eltern auch so unterstützend tun, dass wieder ein bisschen mehr Energie tatsächlich fließt. Also ich erlebe es, dass viele Freundinnen meiner Tochter auch wirklich sehr blass sind und ja, macht mir einfach Gedanken, muss ich ehrlich sagen, und freue mich, dass ihr da auch mal mit euren Tipps uns unterstützen könnt. Ja, sehr gerne. Matthias, magst du mal loslegen, was bei dir in der Praxis jetzt gerade so vorrangig ist bei Kindern und Jugendlichen? Wir haben die Themen Kinder und Jugendliche ja schon immer, also seit wir die Praxis haben. Ich bin jetzt seit über 12 Jahren Heilpraktiker und haben da den ganz klaren Schwerpunkt drauf, auf die Kinder, auf die Jugendlichen. Besonders natürlich auf die mit schweren Erkrankungen, aber auch immer mehr und immer mehr das, was Verena, was du sehr schön beschrieben hast, so dieses allgemeine Energieverlust, Lustlosigkeit, Immunanfälligkeit, Infektanfälligkeit, Unverträglichkeiten oder andere Dinge. Das heißt, so diese Standardsachen, die nicht schlimm genug sind für einen Notarzt, ja, trotzdem den Alltag wahnsinnig einschränken. Mhm. Und es geht auch den Erwachsenen so, nicht nur den Kindern, aber es geht eben auch den Kindern so, nicht nur den Erwachsenen. Also man muss es einfach, man kann es, glaube ich, nicht voneinander trennen. Was wir sehen, ist einmal der große Komplex Nährstoffe, dann der große Komplex Toxine, also Vergiftungen der Körpersysteme, auch schon bei den Kleinsten, kommen wir gleich sicherlich noch mehr drauf zu sprechen. Mhm. Was wir sehen, sind bestimmte Unverträglichkeiten auf Nahrungsmittelgruppen,
die sich immer mehr und immer stärker zeigen. Also da, wo es vielleicht dem Großvater noch egal war, dem Körper, dass er Milchprodukte verzehrt hat, da ist es dem heutigen Jugendlichen und Teenager, dem Körper nämlich gar nicht mehr egal, weil er ganz, ganz sensitiv darauf reagiert. Das dazugehörige große Thema Elektrosmog, dieses ist ein ganz großer Meilenstein, an den keiner mehr denkt im Moment. Also es ist ein Riesenfaktor als Grundursache für chronische Symptome. Und es wird immer mehr ausgebaut. Zuletzt war jetzt der 5G-Ausbau, vor dem wir uns kaum noch verstecken können. Selbst wenn wir ländlich leben, kriegen wir es unter Umständen aus dem Himmel ab, weil ja mittlerweile über Satellitensysteme auch 5G verteilt wird auf der Erde. Ja, von Elon Musk, das Starlink heißt es, der hat zig hundert Satelliten oder tausend mittlerweile, ich weiß nicht die Zahl genau, im Himmel. Und man kann das buchen. Man kann also 5G sich über einen Satellitenempfänger in sein Haus senden lassen, wenn man keine vernünftige Internetleitung hat. Und das geht überall auf der Welt mittlerweile. Oder fast überall. Das heißt, das ist ein Riesenfaktor. Und die Summierung aus all dem Ganzen plus die ungelösten seelischen Themen, die durchaus vielleicht in den letzten 2 Jahren noch gravierender waren. Wir haben selber Kinder. Ich habe 4 Kinder, davon 2 Teenager. Und ich weiß, was es heißt, dieses Thema, was mache ich jetzt eigentlich, was wird eigentlich aus mir, wie sieht meine Zukunft eigentlich aus? Das ist ein tägliches Thema, was wir haben und mit dem wir umgehen. Also ich kenne das gut, dass man da durchaus abrutschen kann in so eine Lethargie oder Depressivität. Und das Nächste, was noch hinzukommt, was damit einhergeht, ist halt fehlende Bewegungen. Also einfach die Grundthemen bei den selbst kleinsten Kindern mittlerweile ist sind die Stunden vor Bildschirmen viel zu hoch und die Stunden draußen an der Luft in Bewegung viel zu gering. Auch das spielt eine Rolle. Und ich glaube, die Summe aus all dem Ganzen sorgt dafür, dass wir heute die Probleme sehen, die wir eben sehen bei jungen Menschen, bei Kindern, die eigentlich in der Blüte ihrer Kraft stehen sollten, wo im Grunde alles noch gut funktionieren sollte. Aber genau das tut es nicht mehr. Ja. Ja. Also das sind natürlich genau die Themen, über die wir alle immer wieder sprechen. Ne? Man kann es einfach nicht oft genug sagen, immer wiederholen, weil es läuft immer wieder aufs Gleiche hinaus. Elektrosmog, einfach wichtig, sich zu schützen. Da gibt es Schutzsysteme natürlich für Haus, Auto, auch die man am Körper tragen kann. Und so ein bisschen dieses bewusste nachts WLAN ausschalten zum Beispiel. Ne? All diese Dinge, das ist der eine Komplex und dann diese Säulen, die richtige Ernährung. Vor allen Dingen, was ich immer so feststelle, bloß nicht die falschen Dinge in den Körper, die den Körper dann extrem schädigen. Frage ist, kriegen wir über die Ernährung noch alle Nährstoffe in den Körper? Das sieht nicht so aus, als dass das so sei. Ja, das heißt, das Wichtige bei der Ernährung, denke ich, ist ja oft wirklich die schädlichen Dinge, die zu Leaky Gut führen können, zu dem Sickerdarm, die eben zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten führen, die wegzulassen und dann eben den Körper versorgen mit Mikronährstoffen und auch schon entgiften im Kindesalter. Matthias, was siehst du, wo sind die größten Mikronährstoffmängel bei den Kindern? Also was wir an Mikronährstoffmängel vor allen Dingen sehen, ist Magnesium tatsächlich, Zink ganz häufig, Calcium geht so, es ist noch relativ weit vertreten. Ich rede jetzt vor allen Dingen bei Kindern, die sich pflanzlich ernähren. Wir erleben bei Kindern, die sich nicht pflanzlich ernähren, noch viel schlimmere Mängel, weil durch diese tierischen Nahrungsmittel, also Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier, erleben wir einen Raubbau am Körper. Also da sehen wir durch die Säuren, die sich bilden, dass noch viel mehr Mikronährstoffe verschwinden und man noch viel mehr geben müsste eigentlich. Also es ist nicht so, es ist ja oft so gesagt, dass die pflanzliche Ernährung, also vegane Ernährung, eine Mangelernährung sei. Es wird so dargestellt oft von bestimmten Industrierichtungen. Das ist gar nicht der Fall, sondern wir lassen dadurch erstmal ganz viele Sachen weg, die dem Körper grundsätzlich Mineralstoffe rauben. Dennoch ist es so, dass es oft einen Mangel gibt. Vitamine, Vitamin D, Vitamin B, Vitamin B12 vor allen Dingen ist häufig im Mangel. Das hat damit zu tun, also Magnesium, B12, Zink sind alles Nährstoffe, die verloren gehen durch Stress, durch biophysikalischen Stress, durch Elektrosmog, durch Stress, durch Toxine und durch Stress im Alltag. Das heißt, diese Sachen gehen verloren. Das Schwierige ist, dass die Kinder, selbst die kleinen Säuglinge, kriegen das oft schon von der Mutter nicht mehr ausreichend mit, weil selbst die Mütter ja mittlerweile im Mangel sind, wenn sie nicht gerade
bewusst sind und sich irgendwie anreichern mit Nährstoffen. Und das ist dann so eine Kette, die nicht abreißt. Ja, was siehst du, was Omega-3 angeht bei Kindern und Jugendlichen? Omega-3 ist wichtig, ist aber nicht so, dass ich das jetzt bei der Masse der Kinder als Mangel sehe. Mhm. Also wir testen ja nach, wir nutzen die Testmethode nach Dr. Klingert. Das ist eine Möglichkeit, das autonome Nervensystem zu testen. Dadurch haben wir einen direkten Zugang zu dem, was der Körper braucht, was er nicht braucht. Und wir sehen immer wieder mal Omega-3-Bedarf, aber nicht die Masse, also nicht durchweg. Vitamin D sehen wir durchweg. Also ich habe gerade mit einem... Vitamin-D-Mangel. Es gibt so gut wie kein Kind, das nicht Vitamin-D-Mangel mitbringt. Ja, ich habe gerade letzte Woche mit einem, entschuldige Verena, willst du zuerst? Nee, mach du. Ich habe gerade letzte Woche mit einem Orthomolekularmediziner gesprochen, der eine 14-Jährige in der Praxis hatte mit einem Vitamin-D-Spiegel von 1,2 Nanogramm pro Milliliter. Quasi nicht existent. Also sie hatte auch massive Infekte, natürlich. Er sagt, er hat sich gewundert, dass sie überhaupt noch so aufrecht stand sozusagen, weil einfach null Vitamin-D da. Und was vielleicht einfach auch wichtig ist, dass auch Eltern das schon wissen, dass man auch bei den Kleinsten schon anfängt zu substituieren. Ne? Einfach Vitamin D von Anfang an mit dazugeben, neben einem Multivitamin und dann aber auch Vitamin D und K, Vitamin C, B12, Magnesium, Omega-3 halte ich auch für wichtig, auch wenn, ne, du sagst, es ist noch nicht so massiv im Mangel. Aber das sind so Dinge, die man den Kindern ja schon geben kann, also gefahrlos auch geben kann. Ne? Und Zink natürlich auch fürs Immunsystem, dass sie einfach auch wirklich durch die Supplemente mit abgedeckt sind, weil es über die Ernährung halt nicht mehr funktioniert. Ne? Ja, Verena, was sollst du Vitamin D, ja. Ja, genau. Das wäre jetzt auch so ein Beispiel aus unserer Familie. Ich habe ja gesagt, an sich ist uns das Thema bewusst. Wir fangen auch immer im Herbst an. Ich lasse die Kinder auch immer dann irgendwann testen. Und unsere Tochter hatte also Anfang Oktober, also einen Vitamin-D-Spiegel von 29, obwohl die extrem viel an der frischen Luft ist, weil die draußen reitet. Die geht dreimal die Woche zum Leichtathletik. Die fährt jeden Tag mehrmals mit dem Fahrrad, nicht nur zur Schule, sondern auch nochmal zu ihren Hobbys. Und hatte trotzdem nur 29, wo ich auch dachte, ja gut, wir sind ja gerade am Ende des Sommers so ungefähr gewesen. Und mir war zum Beispiel nicht klar, dass das Magnesium auch so wichtig ist, um den Vitamin-D-Spiegel wieder hochzukriegen. Also K2 wusste ich seit Jahren, haben wir auch immer kombiniert. Aber ich habe tatsächlich erst in diesem Jahr gelernt, dass das Magnesium auch ganz wichtig ist. Und ich werde es jetzt in den nächsten Tagen nochmal nachtesten lassen bei ihr. Aber wir haben dann wirklich bei beiden Jugendlichen auch hochdosiert mit den drei Sachen gearbeitet, dass einfach mal wieder der Spiegel auf ein vernünftiges Level kommt, ne, bevor dann die Infektzeit losgeht. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind ganz gut bis jetzt durch den Winter gekommen inzwischen. Vielleicht dazu ganz kurz den Rahmen für die Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht so, diese Laborwerte nicht so im Kopf haben. Die meisten Labore geben den Daumen hoch, so bei 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter und sagen, okay, das ist eine gute Range, da ist der Vitamin-D-Spiegel in Ordnung. In der Forschung sagt man mittlerweile, es sollte 80 bis 100 sein. Dann ist er in Ordnung. Und wie ist man auf den Wert gekommen? Man hat die Menschen beobachtet, die am Äquator leben, also die maximal der Sonne ausgesetzt sind und hat dann gesagt, okay, die müssten jetzt einen Wert haben, der im Grunde optimal ist. Und das ist 80 bis 100. Mhm. Das heißt, diesen Range, diesen Wert sollte man versuchen anzustreben. Und wenn wir dann Werte haben von unter 30, man muss dazu wissen, erst ab 33 circa fängt der Darm überhaupt an, dass er Calcium aufnimmt. Das heißt, alle, die drunter sind, nehmen überhaupt nicht ausreichend Calcium im Darm auf für die Knochen. Und das ist ja, also das für alle, die es nicht wissen, das ist das, was Vitamin D macht, unter anderem neben ganz wichtigen anderen Funktionen fürs Immunsystem, für natürlich den Knochenstoffwechsel, aber eben weil das Kalzium muss erstmal aus dem Darm ja in den Körper und das Vitamin D, ne, sorgt dafür, dass Kalzium im Darm absorbiert werden kann und dann eben natürlich auch in die Knochen gelangt. Ne? Ja, und jetzt sehe ich mir so ein Kind an, das Hauptding, was ein Kind macht, ist wachsen. Was braucht es auf jeden Fall auch? Es braucht Knochen. Das heißt, der Körper muss sich jetzt entscheiden zwischen, nehme ich das Kalzium für die Knochen, nehme ich es als Puffer für Säuren, die im Körper entstehen durch den Stress, was ist wichtiger? Und da ist es eben häufig so, dass einfach eine Übersäuerung entsteht, weil einfach viel zu wenig von diesen Puffermineralien da sind, inklusive dem Magnesium. Ja. Und darum ist Vitamin D so entscheidend. Und das ist das ganz Wichtige auch, es braucht das Verständnis, dass es früher richtig war zu sagen, es ist okay, wenn man rausgeht im Sommer. Im Sommer draußen sein und spielen draußen und dann kriegt man Vitamin D
mehr oder weniger ausreichend für den Winter. Das war vor 20 Jahren noch in Ordnung. Seit einigen Jahren, fast zwei Jahrzehnten, oder es sind schon zwei Jahrzehnte, gibt es das Problem, dass unsere Luft sehr stark verschmutzt mit bestimmten Partikeln, ich nenne es mal ganz neutral, die dem Flugzeugkerosin beigesetzt sind, damit die Triebwerke angeblich besser funktionieren. Das ist das Aluminiumhydroxid. Und dieses Aluminium, das da in der Atmosphäre ist, das reflektiert diese UVB-Strahlen zurück, die verantwortlich sind für die Entwicklung von Vitamin D in der Haut. Das heißt, wenn wir heute im ganzen Sommer, der ist warm, die Sonne scheint, wir kriegen vielleicht sogar Sonnenbrand, aber wir entwickeln kein Vitamin D, weil diese blöden Strahlen nicht auf die Haut kommen. Genau, und wir haben durchs Aluminium dann noch andere Probleme, sprechen wir gleich drüber. Ich habe neulich mal über Vitamin-D-Mangel gesprochen, habe gesagt, die offiziellen Stellen sagen, dass 30-50% der Deutschen einen Vitamin-D-Mangel haben. Die Orthomolekularmediziner sagen, es sind viel, viel mehr, was natürlich daran liegt, dass ja die offiziellen Stellen sagen, naja, mit knapp 30 bist du gut bedient. Und natürlich aber ein Mikronährstoffexperte würde sagen, das reicht gar nicht aus, der bezeichnet das als Mangel. Deswegen hat er natürlich ganz andere Werte und sagt, ja, 2/3 bis 3/4 der Menschen sind im Mangel, was Vitamin D angeht. Und bei den Kindern eben auch ein Großteil der Kinder. Matthias, was würdest du sagen? Ich meine, ihr könnt es natürlich austesten und übrigens auch für alle Zuhörer. Es ist möglich, das bei Matthias zu lernen. Ich werde nachher unten drunter schreiben, wo ihr ihn findet. Ja, und ihr könnt also die Methode erlernen. Und das ist natürlich phänomenal, weil dann könnt ihr es zu Hause testen für euch, für die Familie, für Freunde, Bekannte und natürlich für die Kinder. Und was ist aber so dein Erfahrungswert? Wie viele Einheiten Vitamin D braucht auch ein Kind oder ein Jugendlicher schon, sagen wir mal jetzt jüngere Kleinkinder? Und was ist dann bei Jugendlichen 12, 14, 15? Mhm. Nehmen die schon so viel wie Erwachsene? Also die so ab 12, 13 Jahr. Da kann man die volle Dosis geben. Wir empfehlen 5000 Einheiten Vitamin D3 pro Tag tatsächlich. Ja. Wenn man das vergleicht, das sind dann in der Woche 35.000 Einheiten. Die Empfehlung der DGE sind 1.000 Einheiten in der Woche. Das ist natürlich viel zu wenig. Ja. Also das heißt, wir brauchen große, große Mengen, um den Spiegel zu erhalten. Jetzt ist natürlich wichtig, wenn man mit einer niedrigen Ausgangsbasis beginnt, dann braucht es am Anfang erstmal so einen Push nach oben, dass man das Depot erstmal schön auffüllt. Und dann kommt man in die Erhaltungsdosis rein. Das heißt, es ist durchaus adäquat und normal, dass man für 3 bis 4 Wochen 20.000 Einheiten pro Tag nimmt und dann auf dieser 5.000 Einheiten-Ebene bleiben. Wer da allerdings sicher sein will, sollte das nachtesten oder im Labor dann prüfen. Das ist okay. Und bei den Kleinstkindern, also wir fangen an wirklich schon bei den Neugeborenen mit 500 Einheiten pro Tag tatsächlich. Bis zu 1.000 Einheiten dann so mit dem ersten Lebensjahr. Und dann steigern wir das am Anfang immer je nach jedem Lebensjahr. Also ein Zweijähriger, 2.000, Dreijähriger, 3.000, bis wir dann so bei den 5.000 sind, ungefähr so bei den 5-6-Jährigen. Da bleiben wir dann. Ja, danke. Verena, was hat deine Tochter jetzt genommen den Sommer über? Ja, also den Sommer über tatsächlich nichts, weil wir da gehofft haben, es war ja ein sehr schöner, warmer Sommer und sie eben viel draußen ist. Und dann haben wir eben den Test gemacht und haben dann ausrechnen lassen von einer Vitamin-D-Spezialistin ausgebildet nach dem Doktor von Helden. Die hat tatsächlich dann 2 Wochen lang, ich glaube, 20.000 Einheiten gekriegt. Und auch eben Magnesium hochdosiert, da habe ich jetzt gerade die Dosierung nicht mehr im Kopf. Und sie sollte erst mal 2 Wochen nur Magnesium hochdosiert nehmen und danach kam dann hochdosiertes Vitamin D3 und K2 dazu. Und bei unserem Sohn war es also noch sogar ein bisschen höher. Der hatte also auch eben ziemlich einen Mangel und ist ja ein bisschen älter. Also wir haben wirklich da ziemlich mit hohen Dosen gearbeitet. Ich habe also, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage, wenn man jetzt keinen zur Hand hat, der testen kann, wie sieht's aus? Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich kenne den Test von CeraScreen, den man so im Internet bestellen und auch einschicken kann. Ist das ein Test, den du für halbwegs vernünftig hältst? Man kann sonst natürlich auch über den Haus- oder Kinderarzt durch eine Blutabnahme den Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen. Was rätst du da, Matthias, wenn jemand jetzt nicht unbedingt einen guten Heilpraktiker gleich an der Hand hat oder deine Testmethode beherrscht? Also wenn man das jetzt nicht so testet, ich weiß nicht ganz genau, diese Kapillarbluttestungen, wie gut die sind.
ob die ausreichend darstellen, was im Körper los ist. Deswegen würde ich eher dann tendieren zu einer klassischen Blutabnahme und den 25 OH-Wert einfach bestimmen lassen im Blut. Also ich kann sagen, ich kenne also sehr, sehr gute Orthomolekularmediziner, die das in der Praxis tatsächlich machen, ja, und sagen, es langt so, um die grobe Richtung zu bekommen. Also es mag ja jetzt mal um einen Prozentpunkt oder ein Nanogramm schwanken, aber man kriegt absolut die Richtung, ne, ob es jetzt 30 sind oder 50, das ist, ja, ne, das kann man wirklich dort dann testen auf jeden Fall. Ne? Ist da für Kinder angenehmer, natürlich. Richtig, ja, genau. Was, Matthias, bei Magnesium, wie viel, also natürlich, ihr testet immer klar, aber was ist so der Erfahrungswert, wie viel fehlt da den Kindern und Jugendlichen auch so ein bisschen nochmal gestaffelt nach Lebensalter? Also wir sehen dort vor allen Dingen bei den Älteren, so bei den ganz Kleinen fehlt es noch nicht so stark, aber so ab 6, 7 Jahren geht es dann los, dass wir merken, oh, Magnesium fehlt. Und dann sind es so zwischen 100 und 300 Milligramm pro Tag, wo wir sehen, das muss substituiert werden für eine gewisse Zeit. Die Erhaltungsdosis sind dann 100 Milligramm am Tag. Mhm. Und ab 10, 11 Jahren geht es tatsächlich höher. Und da liegt die Erhaltungsdosis bei so 200 bis 300 Milligramm am Tag. Und wir bauen aber auch auf, indem wir sagen, so viel nehmen, dreimal täglich, hochdosieren, also 900, 1200, je nachdem, wie viel Milligramm halt möglich sind, richtig hochdosieren bis zur sogenannten Durchfallgrenze. Ja. Das ist ein ganz netter Hinweis, weil wenn dann der Körper anfängt, wenn der Stuhl weicher wird, weiß man, okay, Magnesium ist jetzt genug angereichert in den Depots, jetzt kann man runtergehen mit der Dosierung und irgendwann dann auf die Erhaltungsdosis gehen. So kann man das selber austarieren, wenn man jetzt nicht testen kann. Genau, also ähnlich wie beim Vitamin C, da kann man auch, es gibt beim Vitamin C auch bei Höchstdosen keine Nebenwirkungen und man bekommt Durchfall, bevor es dann zum Problem wird oder der Körper sagt, jetzt bin ich gesättigt, kann bei 20 Gramm sein, dass dann der Durchfall kommt und dann weiß man, aha, jetzt nehme ich ein bisschen weniger, dann habe ich das, was der Körper täglich verbraucht, zumindest jetzt in der momentanen Situation, das kann sich wieder ändern. Magnesium kann man überdosieren, deswegen da einfach vorsichtig mit liposomalen Produkten, die direkt in den Körper gehen. Aber wenn man ein konventionelles Magnesium oral einnimmt, dann auch da kommt es dann eben zu Durchfällen, bevor es zur systemischen Toxizität kommt. Es sei denn, es liegt massive Verstopfung oder es liegen Nierenschäden vor. Aber bei Kindern und Jugendlichen kann man eben, wie du sagst, das so austesten, dass man dann weiß, aha, jetzt, das ist das, was sie wirklich im Moment gerade benötigen. Und wir wollten ja gleich auch noch ein bisschen über ADHS sprechen. Da zum Beispiel gibt es Studien und eben Schätzungen, dass in dem Fall bei Kindern, die ADHS haben, dass 95% oder bis zu 95% dieser ADHS-Kinder tatsächlich auch massiven Magnesiummangel haben. Ja, also auch bei solchen Erkrankungen neben der Entgiftung dran denken, diesen Kindern fehlt oft Vitamin B12, Omega-3, Magnesium und Zink, welches übrigens auch gerade durch Präparate wie Ritalin, also Medikamente gegen ADHS, noch weiter reduziert wird, ne, in den Mangel geht. Und das heißt, ganz, ganz wichtig auch bei Kindern mit solchen Erkrankungen, ne, es kann eben sein, es fehlt das Magnesium. Deswegen haben die Aggressivität, Probleme, sich zu konzentrieren, Probleme, still zu sitzen und sind gestresst und hypernervös. Ja, also auch da in jedem Fall auf Mikronährstoffmängel schauen, ne? Definitiv. Und selbst wenn Sie jetzt nicht die Diagnose haben, also man hört es ja von vielen, vielen Lehrern und hat es auch selber, wenn man Kinder hat, die in der Schule waren, beobachtet, wie viele Kinder sich heute wirklich nicht mehr konzentrieren können. Und das ist nicht böser Wille und das ist auch nicht immer nur, weil sie heute mehr am Handy oder am Computer sitzen. Es ist natürlich ein Teil ist Bewegungsmangel, aber es ist sicherlich auch ein Teil eben Mikronährstoffmangel und Umweltgifte, die sie belasten. Und wenn man da unterstützt, dann habe ich von vielen inzwischen die Rückmeldung, dass wirklich sich die Kinder wieder besser konzentrieren können. Ich finde, das ist so schön, wenn man das hört, weil man weiß, dass man da also das Leben eines Kindes so positiv beeinflussen kann. Und auch der ganzen Familie, denn wir wissen alle, diese Kinder, die sich in der Schule sehr schwer tun, der Stress, der geht dann irgendwann auch auf die ganze Familie über und ne, dann wird ein Druck auf die Kinder ausgeübt, die könnten gar nichts dafür, also von dem, was ich bis jetzt gelernt habe, ne? Sie sind einfach von ihrer ganzen Konstitution her nicht gut aufgestellt und es müsste mal einfach geklärt werden, was fehlt ihnen oder was muss raus aus ihnen, damit sie wieder klar denken können und sich konzentrieren können, ne? Ja, was heutzutage, glaube ich, Entschuldigung, was wichtig ist an der Stelle ist für alle Eltern, also was ich habe, wenn ich mit den Eltern spreche von Kindern, ist oft so eine Art pädagogischer Auftrag. Das heißt, es geht häufig auch darum zu sehen,
zu lernen, zu lehren und zu lernen, wie ernähre ich denn ein Kind normalerweise gut. Und dann haben wir noch die Kinder, die dann auch mit im Boot sitzen und die einfach sagen, nö, will ich nicht. Also es gibt so diese Nudel- und Pommeskinder, die erstaunlicherweise leben die sehr gut mit nur so einem Zeug, also nur solchen kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln, ohne irgendwelche Gemüse oder Obst großartig dabei. Aber da entstehen natürlich dann Mängel in den Grundbausteinen und, oder in den Grundnährstoffen. Und da muss man wirklich immer wieder auch als Eltern schauen, was isst denn eigentlich mein Kind? Also morgens irgendwie Cornflakes mit Milch im schlimmsten Fall. Mittags gibt es vielleicht Nudeln mit einer Tomatensauce und abends gibt es Brot mit Wurst. Und zwischendrin gibt es Süßigkeiten. Und da kann nicht viel bei rumkommen. Also wenn das über Jahre so geht, ist einfach nicht viel da. Wenn das Kind sich jetzt theoretisch top ernähren würde, also wirklich gut ausgewogen, viel Gemüse, Obst ein bisschen dabei, Hülsenfrüchte, Nüsse etc., wenn das alles so ein bisschen dabei wäre, selbst dann ist nicht gewährleistet, dass es genug Magnesium kriegt oder andere Nährstoffe. Ja. Ich weiß es von einem Bauern, der war Patient bei mir, da habe ich das eindrucksvollste Beispiel der Welt gehabt, für mich persönlich. Der kam zu mir im März, irgendwann mal, in irgendeinem Jahr im März, war der bei mir auf der Liege und hat gesagt, ich habe hier Muskelprobleme, ich kann mich nicht mehr richtig, ich krampfe und ich kann irgendwie nicht mehr so arbeiten. Der Hobbylandwirt war das, der hat so irgendwie einen kleinen halben Hektar Kartoffeln gehabt. Und dann habe ich getestet und gesagt, oh, das ist eigentlich ganz banal heute bei dir, das ist ein Magnesiummangel. Da sagt er, ja, ist spannend. Er hat seit Mitte Februar keine eigenen Kartoffeln mehr. Also seine eigenen Kartoffeln, die er selber anbaut, wo er sich um den Boden kümmert, wo er dafür sorgt, dass der Boden auch genug Nährstoffe hat, die waren aus. Und er hat sich dann Kartoffeln gekauft, normal im Supermarkt, hat die gegessen und hat einen Magnesiummangel entwickelt. Weil Kartoffeln sind ein hoher Magnesiumlieferant, spannenderweise, aber haben jetzt heutzutage nur noch maximal 10% an Magnesiumgehalt, wie es mal vor 100 Jahren vielleicht war. Und das geht natürlich mit allen Nährstoffen so. Ja, und das innerhalb von ein paar Wochen, ja, den Mangel schon so massiv entwickelt, ja, dass er solche Symptome hat. Ja, also. Also fassen wir nochmal zusammen. Einmal ganz wichtig, die Kinder wirklich mit Mikronährstoffen zusätzlich zu einer guten Ernährung zu versorgen. Ja, Vitamin C, vor allen Dingen auf Magnesium achten, Vitamin D und K, wenn möglich natürlich testen, wie viel benötigen die Kinder tatsächlich. Zink ist ein Thema. Multivitamin, Matthias, gibt es eins, was du sehr gerne empfiehlst, auch für Kinder so als Basisversorgung? Also Basisversorgung selber machen wir gerne mit dem Lavita-Saft. Mhm. Den kenne ich auch. Den nehmen Kinder gerne. Der ist einigermaßen schmackhaft, ist nicht pulverig oder sonst irgendwie. Die Herstellung von der Firma gefällt mir. Ich habe mit denen auch schon direkt gesprochen und mich ausgetauscht, weil ich einfach wissen wollte, was tun die rein, was ist drin. Die haben dann irgendwann auch einmal, die hatten eine Zeit lang, hatten sie Ziegenkolostrum noch drin. Das haben sie mittlerweile rausgenommen, durch was anderes ersetzt. Also es ist auch vegan. Das heißt, kein Tierleid, das dahinter steckt. Und damit fahren wir tatsächlich bei der Masse der Kinder sehr gut. Ja, genau, das ist auch das, was ich überall höre von ganz vielen Ärzten, ne? Und das ist auch das, wo ich auch sage, für Kinder, das ist einfach eine wunderbare Sache. Ich habe auch sehr positive Rückmeldungen dazu, wirklich, ne? Und vor allen Dingen, die Kinder nehmen es. Und das ist ja dann manchmal das Problem, wenn die einfach sagen, nee, kriegst, ne, will ich nicht, dann wird es halt schwierig, ne? Ja. Empfehlt ihr regelmäßig auch Vitamin C jetzt in höheren Dosierungen bei den Kindern? Oder ist das nicht ich nur jetzt nicht, zu Infektzeiten? Das, was durch die Nahrung reinkommt, reicht normalerweise aus, es sei denn, das Kind hat besondere Themen, dass es Vitamin C braucht. Aber bei den Kindern, die ich sehe und ich teste, ist jetzt ein extra Vitamin C nicht unbedingt nötig. Super. Okay. Also was wir zumindest machen zu Beginn eines Infektes, dass wir dann ordentlich mit der Vitamin C-Zufuhr hochgehen, weil ich mal gehört habe, man kann tatsächlich einen Infekt um 2 bis 3 Tage verkürzen, wenn man den Körper anfangs ziemlich unterstützt mit Zink und C und so. Das ist so mein Protokoll zu Hause und das funktioniert ganz gut. Es gibt in den USA ja diese Hochdosis-Vitamin-C-Ärzte und da hat einer also auch erzählt, dass er es selber immer hochdosiert nimmt und ganz vergessen hat, das seiner Tochter zu geben. Und er sagt, man kann wirklich 4 Jahre 4 Gramm, ja, 5 Jahre 5 Gramm, 6 Jahre 6 Gramm bis zu 10 Jahre und dann wirklich 10 Gramm Vitamin C pro Tag. Und insbesondere, wenn eben gerade ein Infekt im Anflug ist. Und als seine Tochter dann eben auch so einen massiven Husten kriegte, hat er gesagt, oh Mensch, wäre wichtig, dass ich ihr das natürlich auch gebe. Und hat der 4-Jährigen dann 4 Gramm Vitamin C über den Tag verteilt und abends war es dann eigentlich auch schon wieder gut. Ne? Also man kann das wirklich in so einer Phase, wo die Infektion gerade losgeht, kann man das echt auch therapeutisch dann nutzen in jedem Fall. Ne? Hochdosiert in so einer Phase ist sehr gut, ja.
Ja, war gerade ein Stichwort Husten. Da wollte ich gerade noch mal einhaken, weil das ja gerade ganz, ganz viele Eltern beschäftigt. Durch die deutsche Presse geht sogar, also gibt keinen Hustensaft in vielen Apotheken. Die Leute machen sich Gedanken. Matthias, was sind da deine Empfehlungen als Hausmittel? Ich meine, es gibt einiges, was gut funktioniert. Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps. Interessant, weil ich gerade selber immer so huste. Wir haben tatsächlich als Family, obwohl wir gesund sind und gut genährt sind und alles haben, haben wir auch diesen deutschen Virus bekommen. Man muss dazu sagen, ich lebe ja in Portugal und wir hatten Besuch aus Deutschland und die waren krank. Wir haben es mitgebracht, oh nein! Und dann haben wir das Die dürfen nicht wiederkommen. Ja, genau, die dürfen. Auf jeden Fall waren es dann wirklich die Kinder, die angefangen haben. Uns hat es dann auch erwischt als Erwachsene. Und bei mir ist durch viele Reden, habe ich dann so einen Reizhusten permanent. Und was mir, ich habe viel versucht, auch in den letzten Jahren schon, wenn der mal da ist, ist es schwierig, da den so ad hoc wegzukriegen. Also man kriegt den nicht einfach ausgestellt. Es ist eine Schleimhaut, eine Reizung, die dann da ist. Und die Schleimhaut braucht eine gewisse Zeit, sich zu regenerieren, ja, um neue Zellen zu bilden, dass sie eben nicht mehr versucht, da abzuhusten oder gereizt ist. Und wenn es aber immer wieder gestört wird durch Sprechen, dann dauert der Heilungsprozess entsprechend länger. Also bei einem unproduktiven, trockenen Husten, was ich jetzt gemerkt habe, was sehr gut hilft, ich halte es mal in die Kamera, deswegen habe ich es ja auch da stehen, das ist ein Öl, das ist das Pfefferminzöl. Ich habe jetzt hier das von doTERRA, es gibt auch andere Hersteller, die eine hohe Qualität bieten, aber das Minzöl, ein, zwei Tropfen direkt in den Mund. Und es setzt sofort den Husten still oder auf die Stelle, wo es, wenn man von außen drückt, merkt man, irgendwann kommt die Stelle, wo es kitzelt. Und da dann draufreiben, ruhig zwei, dreimal am Tag oder wie der Bedarf ist, hilft echt unglaublich gut. Das Oh, stillst du super. jetzt akut in dem momentanen Virusgeschehen, das gerade viele erleben. Das kann sein, wenn in 2 Jahren nochmal so eine Welle kommt, dass vielleicht irgendwas anderes dann besser ist, aber das ist das, was gerade gut hilft. Super. Und wenn es ein Husten ist, der jetzt also mit Schleim einhergeht, was empfiehlst du da? Also nicht Was, der trockene ja, das Reiz. sind die klassischen Sachen, also nicht Trockenheit, wenn der Schleim da ist, was gut ist, ist Inhalieren. Das Inhalieren hilft halt, den zähen Schleim zu verflüssigen. Also gerade diese Kaltinhalation, da sind wir ein Fan von, das wirkt sehr gut. Einfach mit einer Kochsalzlösung. Das sorgt dafür, dass es tief reingeht, auch in die Lunge, in die Bronchien und dann den Schleim gut löst und das Abhusten einfach erleichtert, also eine Abhustunterstützung letztendlich. Kannst du noch mal eben beschreiben, wie das abläuft, kalt inhalieren? Wie macht man das? Was braucht man für Zubehör dafür? Also diese Kaltinhalation läuft über so ein Gerät. Ein Markenname ist Pari. Pari Boy nennt sich das. Das andere ist, ich glaube, Omron nennt sich die Marke aus England, aus UK. Die bieten das an. Das sind quasi so kleine Geräte mit so einem kleinen Luftkompressor und da ist dann ein Schlauch dran und dann hat man so eine Maske und an der Maske ist so ein kleines Röhrchen. In dieses Röhrchen füllt man dann so 2 Milliliter von der Kochsalzlösung, schraubt das an die Maske dran und dann kann man das an den Mund halten. Und dann wird quasi mit der Luft in Verbindung, wird dann so ein ganz feiner Nebel erzeugt und den kann man dann einatmen und macht das dann so, bis das Röhrchen leer ist. Das sind dann meistens so 5 Minuten oder 10 Minuten. Dann ist das leer und dann ist die Lunge maximal gut angefeuchtet. Gibt es tatsächlich auch schon für Babys. Wir haben das, wir saßen selber schon mit den Babys da, wenn die so einen ständigen Husten hatten, haben die dann so hingehalten, die Maske und die Babys das einatmen lassen und das ist super. Das Wir funktioniert. hatten das auch vom Kinderarzt ganz früh bekommen, als meine noch ganz klein waren. Ja, hab das Gerät auch. Das ist eine Möglichkeit. Andere Variante, wenn jetzt die Nebenhöhlen, wenn im oberen Atemwegsbereich alles verstopft ist, dann ist die warme Inhalation besser. Also dann ist dieses über einen warmen, klassisch über einen heißen Topf oder es gibt so in der Apotheke so bestimmte so Becher, wo man so den Rüssel besser reinbekommt. Das ist dann tatsächlich besser, um alles zu lösen. Aber was den Hustenbereich angeht, da ist die Kaltinhalation wirklich, also wir sehen das immer so als den Gamechanger. Für die Gesundheit. Natürlich, dann gibt es Möglichkeiten, das zu unterstützen durch bestimmte Kräuter. Es gibt so Kräuterhustensäfte. Da ist es, manche haben Thymian, manche haben einen Auszug aus dem Eukalyptus, ne, ja doch Eukalyptus und Efeu haben manche tatsächlich als Auszug. Diese sind okay, die kann man dann nehmen, um das zu lösen. Da muss man nachtesten, was am besten funktioniert tatsächlich. Super. Wollen wir dann mal auf die Gifte schauen? Matthias, was sagst du, wie sollte man schon bei Kindern und Jugendlichen anfangen mit der Detox? Ja, sollte man. Die Frage war, wie? Wie, genau, wie, Ja, ich genau, in weiß. welcher Form, genau, Und warum also das vielleicht sollten Entscheidende wir. ist auch hier Und wieder, was haben wir im Körper schon bei ja den Kindern genau, und das Jugendlichen, Bewusstsein ne? für Gifte, das Bewusstsein für Toxine. Wir denken normalerweise, ein Baby kommt auf die Welt und es ist tabula, es ist sauber, es ist rein wie ein weißes Tuch und
jetzt fängt es dann an, dass es vielleicht Toxine aufnimmt. Das stimmt. Ab dem ersten Tag fängt es an, dass ein Mensch, neugeboren, Gifte aus der Umwelt aufnimmt, weil wir einfach allein über die Atemluft diese Partikel, die in der Atmosphäre sind, jeden Tag einatmen. Also Aluminium, da kann sich heutzutage niemand mehr verwehren. Es ist da und wir können uns nicht davor schützen. Es ist nicht möglich. Es ist überall. Und ein Problem halt auch, ne, dass eben dieses Aluminium, was jetzt aus der Luft dann auf uns hinabregnet, ist nanonisiert. Das heißt, es ist extrem klein, auch Kunststoffpartikeln, kann in die Lunge, wird eingeatmet, geht in den Körper und kann eben bei den Babys direkt ins Gehirn. Ja, das ist noch nicht die Blut-Hirn-Schranke so wie beim Erwachsenen. Das heißt, ne, vom ersten Tag an bekommen die es ab, sie atmen es ein. Und dann und das haben wir vor 50, 60 Jahren nicht gehabt, in der Form meines Wissens nach zumindest nicht. Das heißt, dass wir vielleicht noch das Glück hatten, jetzt als Babys und Kinder das nicht in der Menge abbekommen zu haben. Aber die Kleinen jetzt, ja, die haben es sofort halt im System. Ne? Das ist völlig korrekt. Und das Zweite, was dazu kommt, also das Thema Blut hier im Schrank ist interessant, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das Zweite, was hinzukommt, sind, und das ist eben das Problem, die Gifte, die das Kind im Uterus schon kriegt, von der Mutter. Es ist nicht so, dass das Kind frei und geschützt bleibt von den Toxinen einer Mutter. Also die Mutter selber, die im Laufe ihrer Lebenszeit die Gifte angesammelt hat, möglicherweise auch noch nie irgendwie über Entgiftung nachgedacht hat, entgiftet ca. 60% ihrer Gifte in das Kind hinein. Und das ist enorm. Das heißt, wenn die Mutter Amalgamfüllungen hatte zum Beispiel, die sehr viel Quecksilber abgeben und eben auch atmet und vielleicht unter Umständen andere Toxine noch hat durch die Ernährung, wie das Glyphosat, was ein Riesenproblem auch darstellt, dann wird das alles ins Kind reingeschoben. Es sind jetzt nur drei, die ich genannt habe. Dazu gehört noch Blei, Cadmium, ganz viele Gifte aus der Kosmetik, aus der Medizin. Also es gibt so viele Toxine, denen wir ausgesetzt sind, so mannigfaltig, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Aber das sind so die schwersten. Das Kind kriegt das alles ab. Das heißt, es kommt auf die Welt und hat schon diesen riesen Giftcocktail im Körper. Und dann kommen eben jetzt die aktuellen Gifte noch oben drauf. Und ich sehe das bei Kindern, die zu mir getragen werden. Ein gesundes Kind kommt nicht zu mir in die Praxis, aber Kinder, die Probleme haben. Und ganz häufig, also ich behandle sehr viel Kinder mit ADS, ADHS und Autismus. Und was wir sehen, ist einfach, das ist das, was die Eltern oft beschreiben, gerade bei den autistischen Kindern. Wenn eine der empfohlenen Impfungen gemacht wurde, dann fängt es an, dann geht es los. Und da wird dann die Impfung sehr verteufelt. Ich selber bin der Meinung, Impfungen sind nicht notwendig. Die Kinderimpfungen kann man sehr gut umgehen und anders behandeln. Aber es ist so, dass die Kinder schon total vorgeschädigt, in Anführungszeichen, in dieses Impfprogramm reingehen, oft auch genetische Fehler haben, um gut zu entgiften, weil durch die Toxine, die die Mutter im Bauch schon mitgibt und den Einfluss vom Elektrosmog entstehen bestimmte Fehler auf den Genen, bestimmte Polymorphismen an verschiedenen Stellen und unter anderem auch an den Entgiftungsgenen. Und das heißt, wenn jetzt eine Spritze in den Körper gegeben wird mit einem hohen Anteil an Aluminiumhydroxid oder anderen Adjuvantien, kann der Körper damit überhaupt nicht mehr gut umgehen. Bei manchen Kindern kann der Körper damit umgehen, das ist nicht gut für die Kinder, aber er kann es irgendwie handeln. Bei vielen Kindern mittlerweile nicht mehr. Und die entwickeln dann richtige Probleme. Dann kriegt das Gehirn starke Schwierigkeiten. Das nur mal eben so erklären, eine Adjuvantien, das sind halt Dinge, die in den Impfstoffen mit drin sind, damit das Immunsystem besser reagiert und besser Antikörper gebildet werden. Und das hat man in manchen Impfstoffen, hat man eben Aluminium als Adjuvant und in anderen Quecksilber, was nicht immer wohl draufsteht, wo aber dann zum Beispiel das Röhrchen mit beschichtet ist. Ja, das heißt, also das wären eben zwei Dinge, ne, Aluminium und das Schwermetall Quecksilber, die man über die Impfung dann noch zusätzlich in den Körper dann einbringt. Ne? Und gemeinerweise in einer Form, die absolut bioverträglich und aufnahmefähig ist. Das heißt, es ist oft in der Methylform da, also Methylquecksilber. Und das geht direkt ins Gehirn, ins Nervensystem überall hin und macht da den großen Schaden. Genau. Und also nur auch nochmal, um das Beispiel aus der Praxis zu nennen. Ich habe bei meinen Kindern auch jetzt mal vor einem halben, dreiviertel Jahr die Schwermetallbelastung messen lassen und Blei und Quecksilber bei dem einen, Aluminium und Blei war es, glaube ich, bei der anderen. Also passt so voll ins Bild, ne?
Das was und ja, Glyphosat war bei beiden auch leicht erhöht, obwohl wir auch seit Jahren nur Bio-Obst und Gemüse essen. Ich durfte aber inzwischen lernen, dass selbst, ne, natürlich im Bio-Anbau irgendwo immer noch gewisse Mengen Glyphosat insofern aufs Gemüse kommen, weil das im Regenwasser drin ist. Es ist in den Böden teilweise drin. Man hat im hintersten Bayerischen Wald Glyphosatmengen gefunden, die da nicht hingehören. Und ja, was macht das Glyphosat denn, Matthias, noch vielleicht? Glyphosat ist ja ein Mittel, das die Landwirte benutzen und auch momentan alternativlos benutzen, um Unkraut loszuwerden. Also das heißt, es hilft ihnen, um ihre auf der einen Seite, um ihre Felder in ihrer Monokultur zu erhalten, damit das Unkraut nicht gerade am Anfang, wenn die Saat ausgesät wurde und es wird jetzt das Feld wird bewässert, dann wächst Unkraut oft schneller als das eigentliche Getreide. Und überwuchert das. Und der Landwirt kann sich da oft nur helfen selber, indem er einfach spritzt und dafür sorgt, dass das Unkraut nicht wächst. Dann aber eben das Getreide. Und der zweite große Punkt ist, am Ende des Zykluses, wenn das Getreide im Grunde schon fertig ist und fast reif ist, dann hat der Landwirt das Problem wieder mit dem Wetter. Das heißt, das große Risiko, wenn jetzt die fast reife Saat kaputt gemacht wird durch einen Hagelschaden, einen Wasserschaden, wie auch immer, dann hat er nichts. Das heißt, er versucht dann zu planen, wann er ernten kann. Und das kann er machen, indem er das Feld abspritzt mit Glyphosat. Das heißt, das Getreide wird getötet durch dieses Mittel. Aber im letzten Moment, wenn es stirbt, bringt es nochmal die letzte Kraft in die Ähren und sorgt dafür, dass die alle reif werden. Natürlich voll mit Glyphosat. Und dann werden die geerntet. So kann er genau sagen, in der Woche wird geerntet, weil da ist der Wetterbericht gut. Und das ist das Problem, was wir haben mit dem Glyphosat, wo es herkommt. Es kommt vor allen Dingen aus der Landwirtschaft. Und was macht es im Körper? Es wirkt auf der einen Seite hochtoxisch auf das Mikrobiom. Das heißt, es sorgt dafür, dass die Bakterien, die wir haben im Darm, die gut für uns sind, anfangen sich zu verändern. Sie mutieren. Sie passen sich diesem Gift an und stellen dann plötzlich Dinge her, die für den Körper toxisch sind. Die sind gar nicht mehr gesund. Und so kriegen wir dann diese ganzen vielen schweren Darmerkrankungen auf einmal auf die Bildfläche. Und das Zweite ist, dass es leider sich mit Aluminium verknüpft. Es bindet an Aluminium. Es bindet auch an die guten, wertvollen Mineralien, Zink, Magnesium etc. Aber es bindet auch an Aluminium und ist gehirngängig. Das heißt, Blut-Hirn-Schranke Schranke her oder hin. Es kommt durch das Aluminium, kommt Huckepack mit dem Glyphosat auf jeden Fall ins Gehirn. Und das ist nochmal ein Riesenproblem. Also das, ne, was mit dem Trocknung, Weizentrocknung besprühen, das ist natürlich in der konventionellen Landwirtschaft. Aber es gibt neue Studien, dass auch biologische Lebensmittel, die ja nicht besprüht werden dürfen, aber dass die auch 70% der Menge an Glyphosat enthalten, die eben die konventionellen ne, Lebensmittel enthalten. Also da sind wir jetzt nicht weit davon entfernt, ehrlich gesagt. Ne? Und zudem, Glyphosat macht natürlich auch die ganzen Tight Junctions kaputt, also zerstört enge Zellverbindungen im Darm. Die haben wir im Darm, aber die haben wir auch eben an der Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, die wird noch zusätzlich auch geschädigt neben dem Darm. Und Glyphosat kann sich in unsere Biomoleküle einbauen, weil es eine Analogie hat. Es ist ähnlich der Aminosäure Glycin, die in unserem Bindegewebe sitzt, Kollagen, ne, wird auch gebildet mit aus Glycin. Und an der Stelle setzt sich Glyphosat ins Gewebe und bleibt dort sitzen und macht natürlich Dinge, die da nicht gut sind. Und es gibt auch Studien, dass es halt krebserregend ist, ne? Also da haben wir eine ganze Liste von Dingen, die Glyphosat eben anrichten kann im Körper. Und es gibt ein fantastisches Buch. Es gibt eine amerikanische Professorin, die hat ein Buch geschrieben über Glyphosat. Das heißt Toxic Legacy. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auf Deutsch. Also es ist Stephanie Seneff heißt sie. Seneff ist der Nachname Stephanie Seneff, wo auch beschrieben wird, was Glyphosat im Gehirn macht und dass es eben auch mit eine Rolle spielt bei der Entstehung von Autismus. Ne, und damit sind wir eben bei dem Thema ADHS, Autismus. Wer von euch mag da noch ein bisschen was zu berichten? Ja, leider, oder leider ein gängiges Thema, leider ein Thema, wo wir immer mehr Kinder sehen, die in diesen Formenkreis gehören. Dazu ist auch wichtig, glaube ich, zu sehen, das Ganze ist nicht eine Krankheit und noch eine Krankheit, sondern es ist ein riesengroßes, graues, wabbeliges Spektrum, das irgendwo anfängt bei leichten Lernstörungen, leichten Konzentrationsschwierigkeiten und hingehen kann zu der Vollausprägung des Autismus, wo ein Kind vielleicht mit jedem Reiz von außen total überfordert ist, in einem leeren Raum sitzen darf nur noch und irgendwie nur noch mit einer Kugel spielen kann, weil ansonsten ist es
das Gehirn maximal überfordert. Das sind die großen Extreme. Und irgendwo befindet sich dazwischen die Wahrheit der heutigen Kindergesundheit, was wir immer wieder sehen. Also es gibt natürlich Ausprägungen vom Autismus, die nicht so auffällig sind. Der Asperger zum Beispiel ist ein Autismus, der jetzt nicht sofort so auffällt, weil das Kind im Grunde gut funktioniert, das macht irgendwie gut mit, ist halt wegen eigenbrödlerisch oder so. Aber es kann eben dann sein, dass es dann doch ein Autismus ist und nicht eine Eigenschaft des Charakters. Und, Matthias, kannst du einmal erklären, Asperger, was sind da die Symptome, bisschen eigenbrödlerisch, nicht so kontaktfreudig oder was ist dann Autismus, also wirklich voll ausgeprägter Autismus, was seht ihr da an Symptomatik? Also der Asperger, das beste Beispiel ist doch, nicht jeder kennt es natürlich jetzt, die Serie Dr. House, das ist für mich der klassische Asperger. Also Asperger werden damit charakterisiert, dass sie so eine Art Inselbegabung haben, also in einem Bereich unglaublich intelligent sind oder unglaublich viel wissen und ein Level erreichen, das man sich gar nicht vorstellen kann. Sei es jetzt eine Sprachbegabung oder die Fähigkeit, eben bei Dr. House medizinische Zusammenhänge zu verstehen oder. Also war nicht auch der Kinofilm Rain Man? War der nicht auch Asperger oder war er sogar Autist, der diese Telefonbücher-Nummern alle auswendig? Und dann eben gleichzeitig in sozialen Kompetenzen sehr eingeschränkt ist, also gar nicht den Umgang mit Menschen mag, auch eher schroff wirkt und schnell überfordert ist und aggressiv wird und seine Ruhe braucht und es ist eben so ein klassischer Asperger, ist vielleicht derjenige, der in eine Gruppe von Menschen kommt und jetzt nicht grüßt oder irgendwie kein Interesse am Gespräch hat. Und oft auch Schlafprobleme haben, oder? Also wir haben im Bekanntenkreis ein Mädel und die war jahrelang morgens um 4:30 wach und nichts hielt sie mehr im Bett und die Eltern schier verzweifelt und so. Ja. Das andere ist dann tatsächlich, dass Autismus als Symptomatik ganz klassisch die Beschreibung hat, dass eine Reizüberforderung, also die Reizverarbeitung von Reizen, die von außen kommen, ist eingeschränkt. Und das kann verschiedene Ausprägungen haben. Bei manchen ist es wirklich so, dass sie keine Farben vertragen. Die brauchen alles in einem Farbton. Oder Unordnung nicht vertragen. Das heißt, alles muss ordentlich sein. Der Schuh muss immer genau an der Stelle stehen, wo er stand und darf nirgendwo anders stehen, sonst kriegt das Kind eine Krise. Also diese Dinge, aber das ist nicht in ein Förmchen zu packen. Also es gibt da wirklich ganz verschiedene Ausprägungen. Eine Sache ist, das ist für die Eltern oft am schwersten, dass die Kinder, die dann Autismus entwickeln, nicht mehr die Eltern anschauen. Und keine soziale Bindung, kein Bonding mehr zu den Eltern machen. Sie sind wie keine Emotionen zulassen, ne? Sagen die auch oft, dass sie sich nicht in den Arm nehmen lassen wollen nicht kuscheln wollen. Selbst als Kleinkinder nicht mit den Eltern kuscheln wollen, höre ich. Also das sehen wir ganz häufig. Und eben dieses, also was ich sehe, was häufig als Feedback kommt, wenn wir die Kinder anfangen zu behandeln, nach ein paar Wochen, dass die Eltern mir schreiben, ey, das ist so erstaunlich, unser Kind nimmt mich wieder wahr. Es hat mich angeschaut, hat Mama gesagt. Und das ist etwas, wo die Eltern drunter leiden, weil das Kind irgendwie 3 Jahre lang die Mutter nicht anschaut und sie nicht anspricht. Also solche Dinge passieren. Dann sehen wir natürlich eine übersteigerte Impuls- oder eine fehlende Impulssteuerung. Also Aggressivität, Schreien, Hyperaktivität. Das sind ganz dramatische Fälle. Ich hatte mal den Fall einer Mutter, die hat 2 autistische Jungs gehabt. Beide durch die von der STIKO vorgeschlagenen Impfungen. Der eine Junge war 2 Jahre älter, bei dem ging es als erstes los, aber die Mutter hat dem Arzt getraut und hat ihm geglaubt, als er sagte, es liegt nicht daran, und hat das zweite Kind auch geimpft. Gleiches Symptom. Beide autistisch, die Mutter ist dem Suizid nahe. Also das ist auch oft, muss man auch sagen, ne? Es ist oft wirklich im zeitlichen Zusammenhang. Vielleicht nicht gleich 3 Tage später, aber so als Hinweis, bisschen drauf achten, ne? Wenn gerade irgendwelche Impfungen stattgefunden haben, kann es in den nächsten paar Wochen wirklich dann eben auch, und das, was viele Eltern berichten, danach ging es los, ne? Im zeitlichen Zusammenhang. Ja. Ne? Aber vielleicht nur der Korrektheit halber, es gibt natürlich auch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Es ist oft schon ja multifaktoriell bedingt. Es ist nicht nur ausschließlich das eine oder das andere. Du hast es vorhin ja auch schon erwähnt. Ne? Genau, also wie erwähnt schon, ja. Meine Kinder sind zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wirklich voll durchgeimpft als Kinder gewesen und haben Gott sei Dank nichts bekommen, bin ich sehr froh, habe damals mich auch mit den Themen nicht so beschäftigt. Aber eben, wenn die Umstände ungünstig sind, kann sowas dann dazu führen.
Aber dann sind wir wieder beim Thema. Ich denke mal, viele von uns sind komplett durchgeimpft. Ich natürlich auch. Und aber wir haben halt als Kinder und Jugendliche nicht die ganzen Umweltgifte in der Massivität gehabt, wie wir es jetzt haben. Plus, wir sind vielleicht noch ein bisschen anders ernährt worden. Ne? Also auch da, es gibt Studien, dass ungefähr 2/3 der autistischen Kinder auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, Leaky Gut, haben. Ja, ganz massive Probleme machen in dem Zusammenhang Gluten, Milchprodukte, Farbstoffe. Nichts mehr mit M&Ms, aber auch Körner generell, ja, Soja, Eier und Mais, das sind so Dinge, ne, wo dann auch wirklich da das mit einer Ursache sein kann. Also auch da, wir haben, glaube ich, als Jugendliche nicht so viel M&Ms gehabt, sondern meine Mutter hat eben auch ganz normal gekocht, Kartoffeln, Spinat und so weiter. Und wir haben nicht die Giftbelastung gehabt, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten einfach haben. Ne? Ja. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, im Jahr 1984 sind Zahlen aus den USA, war es 1 unter 5.000 Kindern in den USA. Die Zahl aus 2017 ist 1 unter 68, ich sag mal gut 30 Jahre später. Und die Vorhersage ist, dass im Jahr 2035 eins von 3 Kindern autistisch sein wird. Und es geht parallel mit der Menge an Umweltgiften, denen die Kinder auch ausgesetzt sind, eben ganz wichtig, was wir schon genannt haben, Aluminium, Quecksilber, Glyphosat, das sind die großen Übeltäter. Aber es ist natürlich die gesamte Menge, das potenziert sich dann irgendwann einfach alles. Ne? Ja, was das ist schön, jetzt, Alina, dass du die gleichen Zahlen hast wie ich auch. Ja, ja, genau. Ja, es ist, oder es ist dramatisch. Jedes vierte Kind wird unter Umständen autistisch werden. Selbst wenn es nicht jedes vierte ist, ist es vielleicht jedes zehnte. Mhm. Das ist schon enorm. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das hat damit zu tun, dass unser Genom immer mehr Schaden nimmt. Das, was wir weitergeben als Eltern, wird immer, jetzt die jetzigen Kinder, die jetzt in einem Alter sind, wo sie eine Familie gründen könnten, ja, das heißt die jetzigen, sagen wir mal 20-Jährigen, die sind zu einer Zeit, haben die angefangen groß zu werden, wo das losging mit der Handytechnik, wo das losging mit diesem Gift im Himmel, wo der Ausbau von dem ganzen Handynetz losging. Das heißt, da entsteht schon ein Riesenproblem. Die hatten eine Kindheit schon unter all diesen Einflüssen. Wenn die jetzt Kinder kriegen, auf Basis von einem Genom, das im Grunde schon Schaden hat, wird das nicht besser. Genau. Also das Genom repariert sich nicht von alleine. Genau. Ja. Ich komme nochmal mit einer... Bitte, Verena, du zuerst. Nee, wir hatten auch mal einen tollen Vortrag zum Thema Autismus, dass zum Beispiel auch in der Schwangerschaft der Vitamin-D-Spiegel der Mutter eine Riesenrolle spielt. Ne? Und wir hatten vorhin, warum wir alle fast einen Vitamin-D-Mangel heutzutage haben, wenn man dann den Schwangeren noch nicht mal den Tipp gibt, tut was für euren Vitamin-D-Mangel, ist das auch wieder ein Faktor, der mit dazu führen kann, dass es sich manifestiert. Und man hört es ja wirklich überall, die Kinder können sich nicht mehr konzentrieren. Ne? Es ist nicht immer diagnostiziert und ich finde es auch teilweise gut, wenn man die Kinder nicht in diese Schubladen steckt, aber man hört von Grundschullehrern, dass es kaum mehr Kinder gibt, die noch eine Stunde konzentriert arbeiten können. Also das ist einfach. Verena, das hast du mir auch mal erzählt, du hast mit einem Lehrer zu tun, der sagte, er kann sich noch an Zeiten erinnern, wo die meisten Kinder diese Probleme nicht hatten und er konnte wirklich sehen, wann das oder dass es losging und dass es über die letzten 10, 20 Jahre massiv zugenommen hat, dass sich kaum ein Kind noch konzentrieren kann. Ne? Absolut, ganz genau. Der hat sich damit dann auch beschäftigt und kam zu ähnlichen Ergebnissen. Ich komme jetzt nochmal mit einer anderen Zahl um die Ecke. Einer unter 6 Menschen ist glutenintolerant, aber nicht immer so, dass er es merkt, weil die Symptomatik ist nicht immer im Darm. Es ist oft dann wirklich das Gehirn, Depression, Autismus, ADHS, all diese Geschichten, neurologische Störungen rauf und runter und. Und dann kommt dazu, dass ja die konventionellen Gluten, das ist nicht mehr das, was wir früher gegessen haben, ja, das ist Hybridweizen, also Gluten ist ja ein Protein, ein Eiweiß aus Weizen und anderen Getreidesorten und es ist heute so sehr verändert, dass das allein schon Probleme macht, plus konventionell, biologisch ja auch, nicht ganz so stark, mit Glyphosat noch verseucht, ja, und all diese Dinge und Leaky Gut, das heißt, wenn ich ein Kind habe, welches eben ADHS hat oder Autismus,
reicht es nicht, jetzt zu gucken, dass die Gifte aus dem Gehirn wieder rauskommen. Ich muss auch auf den Darm schauen in der Regel. Ne? Matthias, ist das auch dein Erfahrungswert da, dass eben auch da Mikrobiom, Leaky Gut saniert werden sollte? Immer, es ist immer dabei. Also eines der ersten Ratschläge, die wir immer geben, und zwar nicht nur Kindern mit Autismus, sondern tatsächlich allen Patienten. Wir testen es brav, wie wir sind, immer aus. Aber es ist wirklich so, bei allen Patienten testet eine Unverträglichkeit auf Milchprodukte und mindestens auf Weizen. Und wie du schon sagst, ein Großteil mittlerweile auch Gluten. Bei uns ist es so ungefähr 50% bei dem, was wir sehen, aber zu uns kommen ja auch die mit Problemen. Also die Hälfte der Menschen mit chronischen Erkrankungen vertragen Gluten einfach gar nicht mehr. Und dazu gehören auch dieses große Spektrum der Autoimmunerkrankungen. Also alles, was mit Autoimmun zu tun hat, hat fast immer auch mit Gluten zu tun. Also Hashimoto, Rheuma, Morbus Crohn und all diese ganzen Dinge. Und das ist ein Riesenthema. Deswegen ist es nur schlau, anzufangen, Alternativen zu finden für glutenhaltige Lebensmittel und für Milchprodukte. Ja. Also weil ich bin auch komplett glutenfrei und bei mir waren es die Hautausschläge dann, die einfach die Probleme machten. Und also Gluten und zum Beispiel auch Hashimoto, Schilddrüse, Quecksilber. Ne? Diese Sachen, die Schwermetalle zusammen mit den Gluten, das ist dann oft das, was das Immunsystem dann, was dazu führt, dass das Immunsystem außer Rand und Band gerät und den eigenen Körper angreift. Ne? Ja, Verena? Ja, ich wollte auch nochmal einfach erzählen, dass ja so unheimlich viele Kinder wirklich jetzt so verschiedene Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Ne? Und wenn du dich mal umhörst in einem Kindergarten, wenn die Kindergeburtstag zusammen feiern, da gibt es keine Gruppe mehr, wo die sozusagen alle das Gleiche essen können. Ne? Der eine hat die Unverträglichkeit, der andere hat die nächste. Oder sie wissen nicht, wogegen die Kinder die Unverträglichkeit haben. Ich hatte jetzt selber einen Fall wieder im entfernten Bekanntenkreis. Die Mutter hat mir erzählt, das Kind hat seit 1-2 Jahren, das ist ein 6-jähriges Mädchen, nach jeder Mahlzeit Bauchschmerzen. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, naja, was können wir tun? Hab dann auch den Tipp gegeben, mal entgiften und den Darm regenerieren. Ne? Und dann schrieb die irgendwann, das ist so toll, meine Tochter hat keine Bauchschmerzen mehr. Ich bin so dankbar. Und wo man denkt, na, diese armen Kinder, ich meine, A, sie quälen sich mit Bauchschmerzen, B, sie sehen, dass andere anderes essen dürfen, sie selber dürfen nicht, haben immer ihr spezielles Döschen mit ihren Sachen, die sie vertragen. Ich habe im Freundeskreis viele gehabt, deren Kinder Nahrungsmittelunverträglichkeiten hatten und teilweise durch gute Heilpraktiker haben sie es weggekriegt. Teilweise hat sie es vielleicht auch ausgewachsen, weiß ich nicht, aber es ist ein Riesenthema bei Kindern, ne? Diese Unverträglichkeiten oder auch Asthma. Ja, bei Erwachsenen und Allergien, auch, ne? Also so bei uns allen. Allergien. Asthma, bestes Beispiel, Asthma, Milchprodukte. Das ist so, wenn ich vom Hochhaus gestürzt werden würde und ich hätte nur noch 3 Sekunden, um zu sagen, was hilft gegen Asthma, wäre die Antwort Milchprodukte weglassen. Wow. Das ist eins, was wir ganz stark sehen im Zusammenhang zwischen diesen angeschwollenen Bronchien und den Milchprodukten, ja. Krass. Ja, und es sind halt nicht nur die Kinder, auch viele Erwachsene, aber es ist dann auch den Erwachsenen oft nicht so klar, ja, wie massiv die Probleme sind und was es für einen Riesenunterschied für ihre Lebensqualität und Gesundheit ausmachen kann, für ihr Energieniveau, wenn sie wirklich einfach diese Sachen konsequent weglassen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber wer es dann wirklich mal durchhält, der wird in vielen Fällen den Unterschied merken, ne? Jetzt noch, ich glaube, wir sind schon ziemlich lange dabei, aber wir wollen in jedem Fall bitte nur mal eben sprechen, was machen wir jetzt? Ja? Wie entgiften wir, mit welchen Mitteln und Autismus, ADHS, was ist da vielleicht eine Herangehensweise? Also, mal eben kurz, Matthias. Noch mal. Matthias, mal eben, mal eben. Du bist der Fachmann. Also gut, das Thema ist ja für mich als Schüler von Klinghardt nichts Neues. In der Regulationsmedizin geht es ja schon immer um das Thema Entgiften. Und es ist als einer der großen Faktoren das Thema Nährstoffversorgung und all diese ganzen Dinge, um die wir gesprochen haben. Das heißt, wir machen das schon sehr, sehr lange mit den unterschiedlichsten Mitteln. Mehr oder weniger aufwendig und mehr oder weniger gut toleriert von den Kindern. Teilweise war es wirklich eine Quälerei, in so ein Kind 40 Chlorella am Tag reinzukriegen, mit allen Tricks und Mitteln und Mörsern und irgendwo in Bananensaft mischen und dann geben. Und also es war richtig aufwendig mit Fußbädern, mit allen möglichen Dingen, die zu beachten waren. Und auch nicht wirklich günstig immer, ein Kind, gerade wenn es autistisch ist oder eben stark betroffen ist, gut zu entgiften. Wir haben mittlerweile, und da bin ich wirklich, das ist für mich persönlich ein riesen
eine Riesenveränderung und Erleichterung geworden. Wir haben ein Produkt tatsächlich, das gut funktioniert, das sehr, sehr gut von Kindern toleriert wird und all diese Gifte gleichzeitig entgiften kann. Also wir brauchen nicht eins für Glyphosat und eins für die Schwermetalle und eins für die Leichtmetalle und vielleicht noch was für Medikamentenrückstände, sondern tatsächlich ist es möglich, mit einem Ding jetzt diese ganzen Dinge abzugreifen. Und das ist das Clean Slate von der Firma Root. Und das kann ich einfach nur bewundern, dieses Mittel. Es gab schon im Vorfeld Versuche, sowas Ähnliches herzustellen von anderen Firmen, aber es hat nie funktioniert, hat er bei uns nie gut getestet. Aber das Clean Slate, als ich das dann zum ersten Mal in der Praxis hatte zum Test, hat wirklich gut getestet. Wir haben es dann probiert, vorsichtig, mit Menschen, wo wir wussten, die sind stabil. Das hat richtig gute Ergebnisse gebracht. Und jetzt mittlerweile seit über einem Jahr mit diesem Mittel kann ich sagen, wir haben bei Hunderten von Patienten echt Riesenerfolge gehabt in der Entgiftung, weil es viel leichter geht und schneller geht auch als mit klassischen Mitteln. Das ist fürs Entgiften, das ist einfach geworden jetzt, Entgiften an der Stelle. Ja, und du hast mal gesagt, ne, du hast viele Jahre lang so und so zig Mittel gehabt und jetzt kommst du fast mit dem, nicht ganz natürlich, aber fast mit dem Clean Slate hin. Und das ist auch was, was ich empfehle, einfach für die tägliche Entgiftung. Wir müssen was machen, eine tägliche Entgiftungspraxis uns zulegen. Und bevor wir komplizierte Entgiftungs-Detox-Kuren machen, ist ganz vieles schon alleine damit abgedeckt. Und das ist einfach wirklich fantastisch jetzt, dass das so easy geht. Und die Kinder sind eben auch gut annehmen tatsächlich. Ne? Genau, also die Tropfen, die schmecken ja relativ nach wenig, ein bisschen salzig und man kann sie in alles reinmischen. Ne? Also bei uns wird es eben teilweise dann auch in den Früchtetee reingemischt oder so, da, oder ins Essen. Fällt nicht auf, aber ich weiß, dass zumindest es gut tut. Und Ja, und dann haben wir eben alle den Erfahrungswert, dass die Kombination aus dem Clean Slate, diesen Entgiftungstropfen mit dem Zero In, auch der Firma Root, ein Präparat, welches da eben dafür sorgt, dass die Neurotransmitter wieder in Balance kommen, wieder gebildet werden, Serotonin, Dopamin. Und gerade bei Kindern, nicht nur die wirklich also Autismus oder ADHS haben, sondern auch einfach für die Konzentration, die schulischen Leistungen, für den Energiezustand, die Möglichkeit, sich zu konzentrieren, zu fokussieren, unglaubliche Ergebnisse. Ne? Und wir werden noch ein weiteres Gespräch auch führen, haben wir schon beschlossen. Wir haben gesagt, es geht nicht alles in ein Gespräch. Wir wollen noch mal über Gehirngesundheit sprechen und in dem Zusammenhang natürlich dann auch über die Produkte, was ist bei Depression, Parkinson, Alzheimer und so weiter. Aber allein eben für die Kinder, für diese Indikationen auch, was Konzentrationsstörungen angeht, die Kombination aus dem Clean Slate, um das Gehirn zu entgiften, und dem Zero In, um ihn zu ermöglichen, wieder unser Glücks- und Wohlfühlhormon Serotonin und unser Motivationshormon Dopamin zu bilden und sich auch zu konzentrieren, die Energie zu halten und auch ausgeglichen zu sein. Also es hilft auch in diese Richtung oft, weil es einfach wieder in Balance kommt. Ne, wollt ihr beiden noch mal ein bisschen erzählen? Ihr habt auch natürlich, ich habe die Präparate in allen meinen Protokollen drin mittlerweile. Und auch bei dem Thema Neuroinflammation, Mitochondriopathie sind die also wirklich Gold wert. Mögt ihr beiden noch mal eben ein paar Erfahrungswerte teilen, die ihr habt? Verena, du hast ja auch viel Testimonials, sage ich jetzt mal, und Erfahrungswerte. Ja, ich habe auch vor allen Dingen, ich habe auch Nachhilfeschüler. Ich gebe seit vielen Jahren auch Englischunterricht für Kinder und kriege natürlich dann die sich in der Schule schwer tun. Und habe da auch wirklich die letzten Jahre immer wieder gedacht, es ist doch unfassbar, wie schlecht die sich konzentrieren können, selbst wenn ich mit denen 1:1 mit tollen Lernmethoden, weil ich da wirklich ein tolles Instrumentarium an der Hand habe, ne, wo man in Bewegung lernt und mit Bildern und überhaupt und so. Und bei manchen Kindern die Konzentration echt so grottig schlecht ist. Ne? Hier rein, da raus und du denkst, okay, Klassenarbeit kann eigentlich nur in die Hose gehen, wenn es dann auch unter Stress ist. Und da sehe ich schon auch, dass denen das wirklich die Kombination gut tut. Nicht alle Eltern sind natürlich dafür offen gewesen, aber ein paar im Bekanntenkreis haben sich da jetzt schon drauf eingelassen. Und da sieht man einfach, dass es einfach hilft. Und das Schöne ist ja auch, ich meine, wenn die Kinder sich wieder besser konzentrieren können, gehen die mit mehr Freude in die Schule. Der Druck wird aus dem System rausgenommen. Ja, das hat ja also so weitreichende Auswirkungen wirklich. Weil wenn du schon weißt, die Chancen, dass du die Klassenarbeit verhaust, sind riesig, dann gehst du ja schon mit einem ganz anderen Stresslevel in die Arbeit rein. Und dann wissen wir alle, funktioniert es schon nicht. Ne? Wenn ich aber mit so einer gewissen Gelassenheit da reingehe,
hilft es. Ich habe eine sehr gute Freundin, deren Sohn hat seit Jahren eben mit ADHS zu tun gehabt. Sie haben dann irgendwann, obwohl sie es auch nicht wollten, tatsächlich auf Ritalin eine Weile zurückgegriffen, weil sie gesagt haben, sonst kommt er nicht durch die Schule. Die nehmen inzwischen das Zero in, die sind so happy. Sie hat mir geschrieben, Ritalin ist Geschichte und wird bei uns auch nie wieder eingesetzt werden. Ihr Mann hat irgendwann gesagt, naja, weißt du, eigentlich tue ich mir auch schon seit Jahren immer schwer, mich zu konzentrieren. Der nimmt inzwischen zweimal am Tag eine Zero-In-Kapsel, sagt Verena, mir geht's echt besser. Ich bin einfach viel besser konzentriert bei der Arbeit. Und ne, es sind alles nur natürliche Inhaltsstoffe, also man kann es guten Gewissens empfehlen und das ist total schön dann, weil es Also einfach. funktioniert jetzt vielleicht nicht bei jedem, wie kein Mittel funktioniert bei jedem, ne? Nein, Aber wir haben klar. unglaublich viele Rückmeldungen. Also auch ich ohne Zero In, ich nehme drei im Moment, morgens, mittags, nachmittags. Und das ist wirklich ein Produkt, wo ich von ganz vielen höre nach 2 Tagen. Ne? Ich habe einen Freund, der es schon lange von mir auch immer gehört hat, der Profischwimmer war und sehr so ein High-Performer. Ne? Und der war dann auf einem unserer Seminare und dann habe ich ihm meinen Blister mitgegeben. Nach 2 Tagen hat er angerufen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja unglaublich, was nochmal dazugekommen ist an wirklich, ne, Energie und Fokus. Und ich nehme das und bin so in der Zone und es ist also phänomenal. Und ja, für die Kinder gerade in diesen Zeiten dann auch einfach Gold wert. Ne? Matthias, magst Oder du toll für nochmal? die Abiturienten. Mein Sohn ist ja jetzt im Abi-Jahrgang, ne? Der kann sich gut konzentrieren, aber der kriegt jetzt immer schon mal Zero in so zu einem gewissen Level und er weiß genau, dass wenn er jetzt in die heiße Phase kommt, die er jetzt im Prinzip auch bald anfängt, dann kann er sich da einfach selber das Lernen erleichtern, ne? Also. Kannst du noch mal sagen, Verena, aus deinem Erfahrungswert heraus, und du hast ja auch viel eben mit Christina, also die Produktentwicklerin Dr. Christina Rahm, darüber gesprochen, wie man es den Kindern geben kann, ab welchem Alter? Das ist eine Kapsel, man kann sie öffnen, ne? Wie dosierst du das? Was empfiehlst du da für die Kinder Ja, und ich Jugendlichen? empfehle also bei den kleinen Kindern wirklich erstmal mit einer Viertel- oder Drittelmenge das, was da in der Kapsel drin ist und dies am besten in irgendeinen Saft mischen. Es schmeckt relativ stark nach Kurkuma, weil Kurkuma einer der Hauptbestandteile ist und nicht jedes Kind mag den Geschmack so unheimlich gern, aber in so einem Multivitaminsaft oder so ist das gar kein Problem. Und bei den Kindern würde ich auch es wirklich am Anfang immer erst zum oder nach dem Frühstück geben. Als Erwachsene ist das super, auf nüchternem Magen merkst du 20 Minuten später, wie so ein Lichtschalter, der umgelegt So, Bingo! wird und der So. Fokus ist da, genau, ich nehme es Ja. ja auch jeden Tag. Aber wir haben es beim Sohn selber erlebt und auch bei den Kindern meiner Freundin auf nüchternem Magen, die waren auch Teenager, als die anfingen, die haben erstmal so eine Art, ich sag mal, Herzflattern gekriegt. Und da haben wir gesagt, okay, Dosis reduzieren und nach dem Frühstück und mal so einfach mit der kleinen Dosis eine Woche arbeiten und schauen. Und genau diese Familie, die ich vorhin zitierte, ne, sind total happy, dass sie dran geblieben sind, weil erstmal haben sie es auch in die Ecke geschmissen und gesagt, Verena, was hast du uns da empfohlen? Ich sage, bitte, bitte, ne, ihr habt ein ADHS-Kind, versucht es mal über ein paar Tage. Und dann mit dieser leichten Anpassung der Dosierung hat es super hingehauen. Und ja, die sind happy auch, dass sie es zur Verfügung haben. Und Ja. ist schon super. Ja. Matthias, magst du noch ein bisschen sagen, deine Erfahrungswerte damit? Also grundsätzlich testen wir es aus und ich kann das nur bestätigen, da wo es gut testet, da funktioniert es dann auch gut und wir kriegen ähnliche Feedbacks. Es ist nicht bei jedem nötig, also nicht bei jedem testet es. Bei manchen reicht es einfach auch zusätzlich die Ernährung umzustellen und zu sagen, okay, wir lassen jetzt mal die ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben, weg. Und der Darm kann sich regenerieren, dann schafft es oft das Mikrobiom auch wieder alleine, das Gehirn ausreichend zu versorgen mit den Bausteinen für Serotonin, Dopamin. Es ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht zu sagen, für die Überbrückung, also für die Zeit, bis sich der Darm erholt hat, das sind meistens ein paar Wochen, nimmt man das als Unterstützung, um einen Soforteffekt zu haben und kann dann überlegen, ob man in eine geringere Dosis reingeht oder eine Erhaltungsdosis. Also all diese Spielräume gibt es dann mit den Mitteln. Ich denke, das einzige Mittel, von dem ich voller Überzeugung sagen kann, das braucht jeder und zwar immer, ist das Clean Slate. Am Anfang mehr, je nach toxischem Level, braucht man einfach eine höhere Dosierungen und das kann dann irgendwann zu einer sogenannten Erhaltungsdosis runtergehen. Wir sehen bei uns im Test die Erhaltungsdosis mit 2x täglich 6 Tropfen bei den Erwachsenen, wenn die Entgiftung wirklich über Monate und Wochen gemacht wurde. Und das kann man vergleichen mit einem Aquarium. Ja, wenn man das Wasser, das grüne Wasser jetzt irgendwie sauber gefiltert hat und es ist schön klar, dann wird ein Filter reingebaut in das Aquarium, um das Wasser sauber zu halten.
Und das ist das, was wir heutzutage brauchen in unserer Welt, wenn wir weiterhin normal existieren wollen. Genau, also wir müssen was tun, ne? Also ansonsten kommen halt dann die Schäden früher oder später bei den allermeisten Menschen. Und es wird immer früher und das sehen wir ja. Und viele Menschen haben nicht nur ein Thema, eine Erkrankung oder nachher ne, 4, 5, 6, 7 Symptome neben verschiedenste Medikamente. Und da ist wirklich diese Ernährungsumstellung, Entgiftung, Mikronährstoffe und dann mal ne, 6 bis 12 Monate weiter, dann sieht es bei sehr vielen Menschen schon ganz, ganz anders aus. Ne? Nochmal kurz. Und den Elektrosmog nicht zu vergessen bei den Jugendlichen. Ne? Da bin ich gerade bei meinen Kindern sehr hinterher, die zwar relativ konsequent den Flugmodus anmachen, wenn sie es nicht nutzen, da sind sie recht gut. Aber dann so doch gerne vergessen, nachts das Handy aus dem Zimmer raus. Eigentlich gibt es die Regel bei uns. Und naja, dann wird das teilweise auch mal am Nachttisch geladen, wo ich sage, Leute, bitte nicht, ist nicht gut. Ach, du wieder. Ich sage, ja, doch. Ne? Erholsam schlafen ohne E-Smog macht halt auch sehr viel aus, wenn man da schon mal 7, 8 Stunden ne, dem Körper die Chance geben, sich zu regenerieren. Definitiv. Nochmal ganz kurz zum Schluss, welche Präparate für den Darm kann man da unterstützen? Noch ein bisschen was, Verena, du hast ja, ne, weiß ich, auch ein paar Erfahrungswerte, was du dann noch zusätzlich gibst. Ne? Ja, ich arbeite halt auch gern mit dem Restore, aber Matthias hat da sicher auch noch ein paar andere Tipps. Also Hauptsache auch, dass der Darm wieder, sage ich mal, seine volle Funktion zurückbekommt. Es geht ja immer drum, ne? Wir waren mal gesund und eigentlich konnte unser Körper das alles alleine und irgendwo sind wir leider jetzt bei einem Zustand angelangt, wo man an vielen Stellen unterstützen muss. Ne? Und Restore ist super. Restore ist tatsächlich so das pauschale Darmstreichelmittel. Es streichelt den Darm. Es hilft ihm, sich wieder gut zu sein. Wenn man, und das ist jetzt wichtig, die Dinge weglässt, die den Darm zur Entzündung und zur chronischen Problematik gebracht haben. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesen Nahrungsmittelthemen und bei der Entgiftung. Dann ist das Restore tatsächlich eines der besten Unterstützungsmittel, um das ganze Darm und Darmmikrobiom in den Griff zu kriegen. Es gibt selbstverständlich noch eine ganze Zahl an Unterstützungen, die man machen kann und muss, aber die sind sehr spezifisch. Das ist jetzt nicht so, man sagt pauschal, das sollte jeder so machen. Sondern manche brauchen halt noch mehr Nährstoffe für das Mikrobiom, andere brauchen eventuell Mikrobiom direkt, also Bakterien für den Darm, dass sie sich wieder ansiedeln können. Wieder andere brauchen unter Umständen noch Nährstoffe für die Darmwände, dass sie sich wieder erholen können. Aber das Restore ist wirklich eins der Mittel, das so sehr, sehr umfassend ist. Es sind ja 13 verschiedene Superfoods enthalten, die alle dazu führen, dass das Mikrobiom und die Darmwände aus der Entzündung rausgeholt werden. Und das ist schon eindrucksvoll, was man da sieht. Ja, sag mal, kurz ist auch ein Root-Produkt, ne? Diese Trinity, dieses Dreigestirn aus dem Clean Slate, Entgiften, Zero In für ja, den mentalen Fokus und dann eben Restore fürs Restaurieren des Körpers, wieder Darm, Immunsystem, alles wieder ein bisschen nach oben bringen und unterstützen. Ne? Ein paar Dinge, die drin sind, ist eben auch da Kurkumin, antientzündlich, Aloe Vera, was die Schleimhaut ne, schützt oder wieder regeneriert, Schwarzkümmelöl gegen Viren, Bakterien, Pilze, ne, stärkt das Immunsystem und. So eine ganze Menge, was du schon sagtest, diese ganzen Superfoods, die da drin sind. Und da haben wir einfach auch tolle, tolle Erfahrungswerte mit. Ne? Und auch da, es muss sich ja nicht jeder alles dauerhaft nehmen, aber in der Zeit mal das Ganze wieder aufzubauen über eine gewisse Zeit, da geht es einfach dann auch schneller. Ne? Da wird der Körper sehr gut unterstützt. Ne? Ja, ja. Und wie gesagt, bei diesem 6-jährigen Mädchen, ne, wo dann nach relativ kurzer Zeit die Bauchschmerzen weg waren, habe ich mich total für dieses Kind gefreut. Ne? Oder ich habe eine Kundin, die hatte 10 Jahre... Und Verena, das hattest du vorhin nicht gesagt. Was habt ihr, also die hat im Prinzip die Ernährung umgestellt und was hat sie bekommen? Die hat das Clean Slate zum Entgiften genommen und jeden Tag einen Teelöffel Restore. Wirklich, das reicht bei den Kindern und hat nach 8 Wochen keine Bauchschmerzen mehr gehabt. Ne? Und ich habe eine Kundin, die hatte 10 Jahre chronische Durchfälle. Die hat nach 4 Wochen gesagt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich 10 Jahre chronische Durchfälle hatte. Deswegen wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, weil wir einfach so viele Rückmeldungen haben bei Menschen auch mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das ist einfach unglaublich, ne? Wie schnell das hilft. Ich habe es einer lieben Freundin gegeben, einfach ein paar Beutel geschenkt, die immer chronisch Magen-Darm. Die hatte 5 Beutel, die hat einen genommen am Tag und nach 5 Tagen rief sie an und sagt, hast du noch was davon? Weil nach 5 Tagen war alles weg. Also sie hat jahrelang, ja, immer, jeden Tag
Tag die Probleme gehabt. Ne? Also es ist wirklich einfach toll, was wir da jetzt zur Verfügung haben an Mitteln, die eben so schnell unterstützen. Grundvoraussetzung, die Lifestyle-Umstellung, die Ernährungsumstellung, klar. Ja, also ein bisschen, wir können nicht auf der einen Seite die guten Produkte rein und auf der anderen Seite meinen, dass wir eben weiter die Dinge essen können, die uns schädigen und so weiter. Ne? Also das ist natürlich die Grundvoraussetzung, klar. Ihr Lieben, ich glaube, es ist rund, oder? Ich finde schon. Ich freue mich sehr, dass wir diese Themen mal aufgreifen konnten. Ich hoffe, dass wir dann eben auch durchaus einigen Familien und vor allen Dingen den Kindern und Jugendlichen zu mehr Energie und weniger Infekten und generell einer höheren Lebensqualität verhelfen können. Danke euch total, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mir viel Spaß gemacht, mit euch das zu diskutieren. Danke für die Anregung, Verena. Super, super gerne. Kommt bestimmt noch mal eine andere Anregung. Ja. Also eine haben wir ja schon. Gehirngesundheit haben wir ja schon beschlossen. Richtig. Wir machen weiter, ihr Lieben. Wenn ihr Freude habt, dann sehen wir uns wieder im nächsten Gespräch. Mhm. Und ja, eben von meiner Seite aus auch, Verena, tausend Dank. Matthias, ganz lieben Dank für deine Expertise. Und bin gespannt, was wir für Feedbacks bekommen. Alle Infos zu Kontaktdaten, Produkten, alles unter diesem Video, wie ihr das gewohnt seid. Ja, Matthias, hast du noch ein Schlusswort? Traut euch, eigenverantwortlich zu denken und zu handeln. Ja. Genau, und auch auf die Intuition zu hören, ne? Dass wenn man als Mutter das Gefühl hat, mit meinem Kind ist was nicht in Ordnung und der Arzt sagt, ich kann nichts finden, es ist alles in Ordnung, dann sollte man auf die Intuition der Mutter hören und sagen, ich muss Alternativen suchen, sei es eben bei einem guten Heilpraktiker, sei es, weil ich mich mit den Themen selber befasse. Und ne, kann dann meinem Kind helfen und lass es nicht einfach jahrelang sich quälen. Das ist nämlich das auch, was ich immer wieder beobachte. Ne? Ja, die sagen ja, sie hat nichts. Ich sage ja, aber es geht eher nicht gut, oder? Also ich glaube, wir sind jetzt alle an dem Punkt, was auch gerade in den letzten 2-3 Jahren sehr deutlich wird. Wir haben die Verantwortung zu lange abgegeben, ja, für uns und unseren Körper und auch für viele andere Dinge. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es vielleicht wieder in die Eigenverantwortung geht. Und ja, ihr Lieben, ich sage nochmal Danke auch an euch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Dankeschön, ihr beiden.